Heute wird ein kleiner Junge 100 Weihnachtsgeschenke ab 18 bekommen. Oh, boah, geil! Dankeschön! Das ist das Teuerste, was ich jemals gekauft habe. Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute wird es richtig krass, denn ich habe überlegt, ich werde heute Leontin überraschen und ihm 100 Geschenke ab 18 kaufen, Leute. Es wird natürlich das eine oder andere dabei sein, was nicht ab 18 ist und vielleicht sind es auch nicht genau 100, aber es wird sehr nice, Leute. Lasst einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo, gönnt euch gerne den Merch, ganz wichtig. Und ja, ich würde sagen, let's go, Leute. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg ins Geschäft rein, weil hier regnet es total, let's go. So Freunde, ich bin jetzt hier von Nike und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal rein und schau, ob die richtig frische Schuhe für Leontin haben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich auch euch mit 100 Geschenken schenken soll. 35 hat er, glaube ich, Schuhgröße. Ich guck mal, wir sehen uns gleich. So, Leute, ich habe jetzt hier nach Schuhen alles geguckt. Und ich fand, die hier sind auch richtig fett. Aber ich glaube, ich bringe Leontin die hier mit. Die sind auch richtig geil, oder? Wie findet ihr die? So, Leute, das erste fette Geschenk habe ich in der Tüte ist gekauft. Ich würde sagen, heute noch Media Markt Smith Toys. Das Candy Shop auf jeden Fall noch. Ey, Leute, ich sage euch ehrlich, hier ist so voll ganz wichtige Sache. Gönnt euch gerne den Merch, Freunde. Ganz wichtig, stark limitiert auf 1000 Stück. Seht alle weiteren Daten gerade eingeblendet. Ja, der letzte war auch ultra schnell weg. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier erstmal in den Candy Shop. Und gucke jetzt erstmal hier, obwohl nee. Ich gehe bei Müller rein und gucke nach Spielzeug. So Leute, ich bin jetzt hier in der Spielzeugabteilung. Und ich überlege gerade schon, was ich jetzt kaufen soll. Lego City wollte ich ja, genau. Ich kaufe mir einfach das hier. Das ist richtig fett. Boah, Digga, ist das groß. Ey, ganz ehrlich, ich sag euch ehrlich, ich bin, glaube ich, der beste Freund, den er hat, ey. Also so einen Freund wie mich hätte ich auch gerne. So Leute, ich bin jetzt hier beim Mediamarkt. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal rein und gucke mal, was wir Geiles finden. Vielleicht finden wir irgendwie was von Apple oder so. Oder allgemein, weil Leontin immer bald endlich mal YouTuber werden. So, ich bin jetzt hier bei den ganzen Stativen. Und ich glaube, ich nehme ihn eigentlich mal das hier mit. Das ist so ein kleineres. Ey Leute, ich habe jetzt eine richtig krasse Idee. Und zwar, ich habe mir überlegt, ich kaufe Leontin einfach ein MacBook. Ist ja auch richtig geil, der hat nämlich überhaupt keins. Digga, ich weiß auch nicht, was mich jetzt hier reitet, aber ich kaufe ihm das jetzt einfach. Übrigens, das können keine Kinder kaufen, das geht erst ab 18. Das heißt, sie haben auch das nächste Geschenk, was er ab 18 Jahre bekommt. Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt auch immer noch eine Tasche, brauchen wir, ganz wichtig, wo er das MacBook reinpackt. Zusatzversicherung schließt sich auch noch ab, dass er selbst wenn es kaputt geht, ist nichts passiert. Die nehme ich mit. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall auch noch eine Powerbank. Leute, let's go. Habt ihr übrigens gewusst, dass es auch Powerbanks gibt, die ab 18 Jahre einfach sind? Crazy, oder? Boah, ich schlag mich ehrlich, wir nehmen die hier mit, 44 Euro, machst du nichts falsch mit. Allein das MacBook, 1.126,85 €, plus der Zusatz, was ich auch gleich noch kommt. Ey, ich zahle jetzt hier locker 1.500 € in dem Laden. So Leute, ich lasse da jetzt die ganzen Sachen alle einpacken. So Freunde, ich bin jetzt angekommen hier bei Smith Toys, müssen noch was für die Schwester kaufen, ne? Ey, ich wüsste was, ich bringe ja meine Barbie mit, die ist ja auch geil, hier. Hoppala, so eine. So, Smith Toys Einkauf ist auch erledigt, haben wir alles. Die Mutter, die muss natürlich auch was kriegen, ne? Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt bei H&M rein und ich kaufe dir erstmal nochmal einen Gutschein. Ich weiß nicht, was sind wir denn am besten für eine Frau zu Weihnachten? Ich glaube, ich nehme einfach das hier, oder? Oder, ach komm, wir nehmen was. Wir nehmen einfach sowas. Nee, komm. Ich nehme die hier einfach. Ein Geschenk, das ist gut. Die werde ich nehmen, Leute. Ja, die nehmen wir, let's go. So, Leute, Gutschein habe ich auch gekauft. Ey, da wird sich bestimmt richtig überfreuen, ne? 30 Euro ist jetzt nicht ganz so viel, aber ey, komm, eine kleine Geste, ne? So, Leute, ich bin jetzt nochmal beim Mediamarkt drin und ich würde sagen, ich fahre nochmal ganz kurz, ob ich für die Switch, für seinen Switch irgendwie noch ein Spiel finde, irgendwie was Geiles. Vielleicht haben die irgendwie so GTA oder so. Irgendwas Geiles, was auch ab 18 ist. Ich weiß nicht, ey, da kriegen wir schon Ärger mit seiner Mutter. Ey, wisst ihr was? Ja, komm, wir kaufen einfach Fortnite. Let's go, nehmen wir das noch mit hier. Sollen wir mal schauen, was wir noch so nehmen. Und es kann doch nicht sein, dass es einfach kein GTA gibt. Ey, was ist denn das hier? Ey, komm. Der braucht ja irgendein Spiel ab 18 hier noch. Ey, der darf niemals Fortnite spielen. Ja, Leute, wir kaufen das jetzt einfach. Jo, Leute, ich habe hier noch einen Zuschauer getroffen, und zwar den. Moin, Nika Gessler hier. Also, schöne Grüße auf jeden Fall an dich, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal das alles beides bezahlen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich habe mir jetzt noch überlegt, ich muss auch für den Vater auch was haben. Und da habe ich jetzt so dieses Parfüm von David Beckham gefunden. Richtig krass, Leute. Ich würde sagen, das kaufe ich jetzt auch noch für den, weil der braucht ja auch ein Geschenk. So, Leute, ich bin jetzt bei Leontin zu Hause angekommen und der ist gerade in seinem Zimmer noch. Und ich würde sagen, die haben mir so die ganzen Geschenke. Ich packe die jetzt mal gleich hier alle hin. Und dann rufe ich den gleich mal, dass er die alle auspacken soll, Leute. Wir haben hier übrigens noch welche, auch richtig krasse, ja. Oh mein Gott, Leute, schau mal, ab 18 ist das. Ja, richtig fett alles. Boah,
an. Und das habt ihr auch noch gar nicht gesehen. Leute, schaut mal auch das hier an. Oh mein Gott, das ist auch ab 18. Ey, das ist so fett alles. So, Leute, ich packe das jetzt hier alles hin. Richtig fett. Ja. Und dann hole ich den gleich mal her. Leute, das ist so nice, ey. Schreibt mal unten in die Kommentare, welches Geschenk, also was habt ihr zu Weihnachten bekommen. Ganz, ganz wichtig, Leute. Gönnt euch am 29.12. um 18 Uhr unbedingt den Merch, Leute, auf lukasbs.de, Leute. Wie gesagt, handsignierte Autogrammkarte von Lukas und mir dabei. Und auch der Jahreskalender, Leute. Leontin ist auch da drauf. Sehr, sehr nice, Leute. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr gleich reagieren wir, Leute. Seid auf jeden Fall schnell beim Merch, ganz, ganz wichtig. Und ja, holt euch gerne den Burger Pommes Hoodie. Meiner ist jetzt leider gerade in der Wäsche. Ich habe leider nicht genug Hoodies, deswegen habe ich ihn gerade nicht an, aber ich habe ihn ja vorne angehabt. So, wir packen das jetzt alles hier aus hin, Leute. Ey, das ist auch richtig fett. Ey, okay, das sind vielleicht jetzt keine 100 Geschenke, so wie wir das in Titel geschrieben haben. Aber das ist trotzdem richtig fett alles. Boah, Leute, schaut mal die ganzen Geschenke für ihn an. Oh mein Gott. So, das auch noch. Hier, das ist für die Mutter, das für den Vater, war ich so faul, um das einzupacken. Ich glaube, für die Schwester ist auch noch was dabei. Ja, ich würde sagen, let's go, wir gehen jetzt erstmal Leontin holen. So Leute, ich habe jetzt hier den Leontin geholt. Leontin, was geht? Bist du bereit? Ich habe eine richtig krasse Überraschung für dich. Komm mit. Ja, hier, zu Weihnachten. Was denn? Hund. Nee, nee, du kriegst keinen Hund. Lukas ist nicht hier. Ach so. Spaß. So Leontin, stell dich jetzt mal hier hin. Mach mal deine Augen auf. Guck mal, was ich hier für dich habe. Wow, wow. Ey, freust du dich? Dankeschön. Ey, ich würde sagen, komm, pack doch gerne mal aus. Ja, du hast hier richtig viele Geschenke ab 18, ja? Darf ich mal kurz schütteln, oder? Nee, pack erst mal aus, fang mal an. So, ich fange hier bei den Okay, da musst du vorsichtig machen, das darfst du nicht kaputt machen. Ja? Schau mal, was da drin ist, Leute, das habt ihr auch noch nicht gesehen. Digga, gib dir das mal. Prime-Pulver. Alter! Richtig fett. Du bist der Beste. Jo, schau mal weiter. Vorsichtig. So Leute, das Ding ist Leontin, weiß wirklich nicht, was ihr da bekommt. Ja. Das ist was ganz Spezielles. Das gibt's nicht im Handel zu kaufen. Ja, ist auch ab 18. Schau mal drauf. 18. Ja. Das ist ein Gönnergy ab 18. Boah. Guck dir mal an. Ein Gönnergy ab 18. Richtig Boah, fett, ne? Geil. Ja. Was denn? Spiderman. Genau, pack mal weiter die Sachen aus. Okay. Willst du eine Schere holen, dann kannst du das aufschneiden. So, was hast du da? Guck mal. Boah, Fortnite. Fortnite auch ab 18. Fortnite. Ey, du darfst einfach Fortnite spielen. Ey, das ist jetzt auch ein richtig geiles Spiel. Schau, was jetzt kommt. Ja. Leute, schaut mal. Eisbahn. Oh mein Gott, Digga. Ey, guck mal, was hier noch dabei ist. Ja. Hier. Alter, schau mal. Ja, richtig fett, ne? Gehört das dazu, oder? Ja, das gehört dazu. Willst du mich verarschen? Wieso? Da ist kein iPhone drin, ne? Trotzdem, richtig cool. Ich denke, das ist... Schau mal, was das ist. Was ist das? Eine Powerbank. Boah, cool. Ja. Ja, eine Powerbank. Auch sehr fett. Ich sag dir ehrlich, gleich, da sind gleich Geschenke bei, da wirst du platzen. Oh mein Gott, ja, eine neue Schultasche. Boah, cool. Ey, Leute, Leontin freut sich doch gerade nicht echt über eine Schultasche, oder? Wir warten mal ab. So, hier haben wir das nächste Geschenk ab 18 hier. Was haben wir da drin? Irgendwas von MediaMarkt, was ist das? Das ist für dein MacBook. Ich meine, für dein iPad. Boah, cool. Das fühlt sich irgendwie an. Wie mehr von meinem Lego ist es auf jeden Fall nicht. Meinst du, Lego ist es nicht? Nee. Was tippst du, was ist es? Na doch, das ist Lego. Meinst du? Richtig fett, ne? Oh mein Gott. Eins ist ziemlich sehr, freust du dich? Richtig. Digga, ist richtig geil. Leute, gebt euch mal dieses fette Lego City Set. Richtig fett. Digga, ich glaube, ich habe einfach das Geschenk für deine Schwester vergessen. Upsi. Boah, cool, ein Stativ. Du willst aber schon mal YouTuber werden, oder? Ja, ein Stativ. Ey Leute, wenn dieses Video 5000 Likes kriegt, werde ich mir einen eigenen YouTube-Kanal erstellen. Also Leute, jetzt alle liken, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass Leontin diesen Kanal macht. Ja. Schuhe. Nike. Oh, boah, geil. Wie findest du die? Die finde ich richtig geil. Ja, richtig fett, ne? Ja.
Boah, Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die findet. Und jetzt das Beste kommt zum Schluss. Wirklich? Ja, das ist das Beste. Hä, wie? Warte, gleich wirst du ausrasten. Das ist das Teuerste, was ich jemals gekauft habe. Warte, hat der erste Mal wie viel hat's gekostet? Über 1000. Nein. Doch. Oh mein Gott, dreh mal um. Digga, das ist einfach ein fucking MacBook. Dankeschön! Wie findest du das? Dankeschön! Junge, das ist so fett. Dafür brauchst du auch die Taschen und das. Weißt du? Dafür brauchst du auch die Taschen und das hier halt, weißt du? Das, und die Tasche kommst du ins MacBook reinmachen. Alter, schon mal, das ist so sehr. Ey, Digga, einfach ein MacBook. Ey, danke, du bist echt der Beste. Ja, richtig krass, ne? Pass auf. Oh mein Gott, das muss man umdrehen. Leute, schaut mal. Nimm es mal raus. Vorsicht, dass es nicht runterfallen lässt. Ey, das gehört. Ja, ja, komm, geh mal zum Tisch. Ist das gleiche, wo du hast? Ja, wir haben das gleiche MacBook. Alter, ist das fett. Das ist einfach jetzt deins, Leontin. Ja, das musst du abmachen. Krass, ne? Wow, gerne. Ich würde sagen, lass das Video mal beenden, oder? Wir gucken uns nochmal alles genau an. Was sollen die Leute lassen? Einen fetten Daumen nach oben da. Und ein kostenloses Abo und den Merch kaufen, Leute. Ja. Gönnt euch gerne Silvester-Merch. Dankeschön. Ich würde sagen, Freunde, das war's mit dem Video. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Ciao, ciao.